So, schönen guten Abend, Greifswald. Die Institution, der Bürgerdialog, wieder 19 Uhr, Montagabend. Wie immer, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ja, der Bürgerdialog für ein selbstbestimmtes und bezahlbares Leben ist hiermit eröffnet. So, wofür stehen wir? Wir stehen hier für Selbstbestimmung, für Freiheit, für Frieden. So, wir haben hier begonnen, schon vor über anderthalb Jahren. Wir haben eine Situation seit über zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, nämlich unzumutbare Demokratiedefizite, wenn wir dann irgendwie mal eine Demokratie vielleicht auch gelebt hätten. Einige hinterfragen ja auch das. Nee, aber wir hatten einen Putsch in der Bundesregierung, Putsch von oben. Und ja, den Bürgern wurden ihre Rechte. Hallo. Schönen guten Abend. So, okay, danke für eure Aufmerksamkeit. So, also, wir stehen hier seit über anderthalb Jahren für die Freiheit, für die Selbstbestimmung gegen die Corona-Maßnahmen, die natürlich unwissenschaftlich und verhältnismäßig sind, also widersprüchlich, nicht zu erklären. Jedenfalls, ich kann es mir nicht erklären als Wissenschaftler, wie auch immer, wie man derart die Realität verweigern will. Und seit Neuerem, wir merken es natürlich, dieser Krieg nach innen führt irgendwann auch zur Inflation. Und dementsprechend haben wir auch immer mehr und mehr Menschen, die sozusagen jetzt bezüglich der gestiegenen Energiepreise auch zu uns getrieben werden. Natürlich Existenzängste, Wohlstandsängste und was natürlich die ganze Lage jetzt ein bisschen schwieriger macht. Ja, wir hatten letzte Woche, was haben wir jetzt hier noch? Wir haben hier noch ein bisschen Früh-21-Magazin. Demokratischer Widerstand, das haben wir diesmal nicht versaut, sondern der demokratische Widerstand hat diese Woche Redaktionspause, daher gibt es ihn heute nicht. Nächste Woche bestimmt wieder. Ansonsten, wie versprochen, neue Aufkleber, noch zum 2 öffnen, ökologisch, ökonomisch und sozial handeln. Steckt sehr viel Herzblut im Design drin. Und Zivilcourage, Montagsdemo, 19 Uhr, gerne an eigenes Auto, ans eigene Auto oder sonst wo aufkleben. Am besten nicht irgendwo im öffentlichen Raum oder Sachbeschädigung an anderen Gütern. Wisst ihr natürlich alles. Und ein bisschen Erntegedank, also hier gibt es ein paar Birnen und ein paar Äpfel, wurden hier auch nochmal gesponsert. Ja, letzte Woche, sehr, sehr viele Demonstrationen, extrem erfolgreich, Schwerin mit 4.000 bis 5.000 Teilnehmer, Außenstand nach der Sommerpause. Herzlichen Glückwunsch, Daniel Bahr. Ja, ansonsten gibt es auch noch mal andere Teilnehmer auf Parkett, gerade jetzt in Stralsund. Dort die Montagsdemo hatten wir dort auch in den letzten Wochen Zulauf gehabt, bis 400. Glückwunsch an Ronny. So, allerdings, wir haben dort auch neue Leute gesehen, und zwar Bürger für Stralsund. Hat Außenstand 4.000 Teilnehmer gehabt, zehnfach überlaufen. Ich würde sagen, Konkurrenz belebt das Geschäft, also irgendwo sind wir doch auf einem guten Weg. So, und ja, gestern hatten wir wahrscheinlich auch eine sehr, sehr schöne Veranstaltung in Lubmin, sehr, sehr schöne Reden, alles. Also vielen Dank, dass ihr auch dort für die Öffnung von Nazi 2 halt demonstriert habt. So, allerdings, wir müssen uns auch mal fragen, warum vielleicht in Schwerin die Leute sozusagen, dass die dort sozusagen die ganzen Menschenmassen, die Unzufriedenheit absorbieren, in Stralsund, okay, die Leute vielleicht nicht so auf die Montagsdemo gehen, sondern dann irgendwie sich einen anderen Katalysator suchen und doch dieser Raum halt frei wird. Also die machen es auch super, die haben auch Ronny Pogel beworben, alles klar, finde ich super, wie sie es gemacht haben und waren ja auch gestern in Lubmin vertreten. So, Neubrandenburg ist natürlich auch gut. Daniel hatte mit ihm letzte Woche telefoniert und woran liegt das? Er hat mir gesagt, es ist ein krasser Vertrauensaufbau und eine klare Kante über die letzten Monate, die er dort halt gefahren hat. Ich versuche das auch zu fahren, also wirklich zu sagen, hier, wir sind hier ein zivilisierter, bürgerlicher Dialog
Wir grenzen uns auch wirklich ab von radikalen Kräften. So, beispielsweise, im Januar, November hatte Daniel Bahr auch richtig Probleme mit so einer Gruppierung Gegengift, also wo man irgendwie Leute auf dieser Versammlung hatte, die dort ihr eigenes Süppchen kochen, einfach irgendwie Trittbrettfahrer und sie profilieren wollten und so weiter. Und da sagt er wirklich ganz knallhart, nee, hier nicht, nicht mit mir. Und diese, es ist wirklich auch schwer, hier teilweise auch das durchzusetzen, weil einem nämlich dann immer schnell vorgeworfen wird, Spalte. So, und ich sage wirklich ganz knallhart, derjenige, der sich radikalisieren möchte, dem muss ich einfach ermöglichen, sich von uns abzuspalten. Wirklich ganz knallhart. So, und dementsprechend muss ich auch wirklich sagen, auch es war eine super Veranstaltung. Allerdings, es ist gestern in Lubmin. Es ist wirklich meine persönliche Meinung jetzt in diesem Falle. Das mit der Ukraine und so weiter, halt geschenkt. Man könnte es vielleicht ein bisschen besser lösen, ein bisschen einbinden. Und allerdings, was einfach nicht geht, ist, dass man Andreas Kalwitz auf die Bühne lässt. Und das geht für mich wirklich erstmal nicht. Da habe ich auch wirklich nochmal ein ernstes Wörtchen zu reden. Und dementsprechend kündige ich erstmal an, dass es hier erstmal die letzte Montagsdemo von mir ist. Vorerst. Vorerst die letzte Montagsdemo von mir. Und nee, das geht nicht. Nein, es ist mir nicht egal, weil ich nämlich wirklich möchte, dass wir anschlussfähig bleiben. Ich möchte persönlich, dass wir anschlussfähig bleiben. Okay. Ich persönlich, darum sage ich persönlich, ich möchte anschlussfähig bleiben. Und daher wirklich von mir erstmal die letzte Versammlung von meiner Seite aus. Und ansonsten. Gerne, wenn ich sozusagen jetzt hier nicht mehr als Moderator, als Rahmengeber gewollt bin, dann gerne, dann macht es. Allerdings, ich vertrete das halt nicht weiter, wenn eben, es halt so läuft. Okay, was gibt's sonst noch? Autokorso, die Unternehmer stehen auf in Neubrandenburg. Robert hatte mich nochmal angerufen. Und hatte ein bisschen geplant, angedacht, über nächsten Donnerstag ein Autokorso auch hier in jedem Kreis zu machen. Und derjenige, der sich an ein Autokorso beteiligen möchte oder das halt mit organisieren möchte, kann gerne nochmal zu uns rantreten und dann können wir es gerne hier auch organisieren. So, das soll es von mir erstmal gewesen sein und dann, wie immer gerne andere Wortbeiträge und es ist ein offenes Mikrofon hier, jeder kann sich dazu äußern und auch nochmal Fragen an mich halt stellen, warum ich das so mache, wie ich das mache. Und dann würde ich mal die anderen Redner, die halt möchten, hier gerne bitten.